Ein Schriftsteller. Mein Gott. Major Hofner, was verlangen Sie? Was soll er denn tun? Er muss kämpfen. Was soll er tun? Jawohl, schreiben heißt für ihn kämpfen. Wie denn? Wie denn? Schreiben heißt für ihn kämpfen. Womit denn, Major Hofner? Er muss sich für die Interessen seines notleidenden Volkes einsetzen. Ja, und dann müsste ja Ihrer Meinung nach jeder Schriftsteller zugleich auch ein Revolutionär sein. Zur Klage, Marian Wovner. Sie stellen vollkommen falsche Ansprüche an die Literatur. Zur gewaltigen Klage des unglückseligen Menschen erhebt sich die Stimme des Dichters. Was? Die Schönheit seiner Verzweiflung spendet uns allen Trost. Ich finde, die Sie sich beklagen, unnütz und sinnlos. Die traurigen Bücher sind schließlich die schönsten und die beliebtesten. Was haben Sie denn dagegen? Ich meine, der Schriftsteller muss seine besondere Stellung in der Öffentlichkeit nutzen. Und zwar, indem er die erbärmlichen Missstände in unserem Land aufgreift und nach ihren Ursachen sucht. Ich glaube, Sie stellen vollkommen falsche Ansprüche an die Literatur. Richtig, ja. Der Dichter spricht indirekt, er spricht in poetischen Bildern. Wahrscheinlich haben Sie ja noch nie ein Buch von Herrn Schalimow gelesen. Ich habe viele seiner Bücher gelesen, Valeria. Und es gibt einige Stellen darin, die ich sehr schön finde. Und doch muss ich Sie fragen, warum schreiben Sie? Aus Ihren Büchern erfahre ich nicht, wen Sie lieben oder wen Sie hassen. Wer sind Sie? Mein Freund? Mein Feind? Es fällt mir schwer, Ihnen zu antworten. Was? Ich weiß nicht. Ich bin zu meinem Freund aufs Land gefahren, um ein paar Wochen Ferien von der Literatur zu machen. Und dafür bitte ich Sie um Verständnis, meine Gnädigste. Wenn Sie keinen Sinn für die Poesie haben, dann ist doch besser, Sie lesen nur Zeitungen. Maria Wovner, Sie lieben die Poesie wohl nicht. In Ihrem Kopf herrscht eine schreckliche Ordnung. Man möchte einen Löffel hineinstecken und einmal kräftig umrühren. Entschuldigen Sie, Marianne Borg. Ich bin ein geduldiger Mensch, Sergei. Aber der Durst nach Aber dieser Dame hätte ich am liebsten ins Gesicht geschlagen. Ein urmenschliches Bedürfnis. Warum sollten gerade wir auf alles Schöne verzichten? Im Gegenteil. Ich meine, dass die Poesie gewinnt, wenn der Schriftsteller die Verlogenheiten der Gesellschaft, in der er lebt, anklagt und Ungerechtigkeiten entlarvt. Nein. Er muss die Tatsachen rücksichtslos beim Namen nennen. Nein, es ist falsch. Er muss Partei ergreifen. Es ist falsch, die Tatsachen beim Namen zu nennen. Falsch, lächerlich, grausam und lebensgefährlich. Man muss das Leben verschönern. Ich wehre mich gegen diese sinnlosen Entlarvungen. Wovon sprechen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe schon lange nicht mehr. Hat der Einzelne nicht mal die Kraft, den Schmutz und das Böse zu vernichten? Also nehmen wir den Menschen nicht das Recht, die Augen vor all den Scheußlichkeiten zu verschließen, die ihn schmerzen und quälen. Aber welchen Menschen meinen Sie denn nur? Vermutlich in erster Linie sich selbst. Maria Lwowna, sehen Sie sich doch um. Immer mehr Menschen spüren immer klarer und deutlicher, wie unerträglich das Leben ist. Und immer mehr Menschen fühlen eine Kraft in sich wachsen, ihre Lebensverhältnisse zu ändern. Ja. Ja, aber Sie als Ärztin müssten doch wissen, dass die Kräfte des Menschen... Ja, misch dich da bitte nicht dass die Kräfte des Menschen, lass mich, im Alter abnehmen, sehen Sie, und genauso verhält es sich mit der ganzen Menschheit. Je höher die Anforderungen sind, die der Einzelne an sich stellt, umso stärker wird er werden. Ihr erträgliches Geschwätz. Ja, einverstanden, Maja Wovner. Höhere Anforderungen. Wenn man so streng redet, läuft es mir kalt über den Rücken. Höhere Anforderungen? Jawohl. Ja, ich glaube, aber das richtet sich gegen mich persönlich. Ich kann mich schlecht ausdrücken. Alles in den Grenzen des Möglichen. Doch ich fühle ganz stark, dass sich die Menschen verändern müssen. Ich sage nur Evolution. Ich bin überzeugt, dass man in allen Menschen das Bewusstsein ihrer eigenen Würde wecken muss. Ja, in allen Menschen, in allen. Dann wird niemand mehr den anderen erniedrigen und kränken. Selbst wir sind ja nicht fähig, Achtung voreinander zu empfinden. Du stehst wohl auch auf der Seite von Marian Wovner. Ihr seid alle so feindselig zu ihr. Warum eigentlich? Aber sie ist es doch! Sie greift einen doch an! Sie sind sehr nervös. Wenn ich höre, wie jemand den Sinn des Lebens definiert, dann habe ich das Gefühl, ich werde erwürgt. Das Leben hat keinen Sinn. Es ist die Summe meiner Empfindungen, nicht mehr und nicht weniger. Zufall ohne Ziel. Versuchen Sie, die zufällige Tatsache, dass Sie leben, zu einer gesellschaftlichen Notwendigkeit zu machen. Dann wird Ihr Leben einen Sinn bekommen. Hören Sie? Sie fängt schon wieder an. Aber Sergej, bitte. Warten Sie doch. Aber Sergej. Hm? Mein Gott, sind das Fragen. Sie sind alle so abgedroschen. Zeigen Sie aus. Es hat Kraft, was Sie sagt. Ist nicht neu, aber erfrischend.
Aber weißt du, wer die große Datscha da gemietet hat? Natürlich weiß ich's. Rechtsanwalt Warsdorf in der Großen. Ja. Der Klein? Da hinten. Ingenieur Suslov. Kennst du sie? Natürlich kenne ich sie. Ich will sie aber gar nicht kennen. Willst du sie gar nicht kennen, was? Sommergäste, einer wie der andere. Komm her, langweilig sich und lass mich überall hier im Dreck liegen. Alles Herrschaften, was? Ja, genau. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir bald keinen Wald mehr. Nur ein Riesenhaufen Abfall. Ja. Das muss bis morgen früh abgeschrieben werden. Hast du gehört, Lass? Ja. Das ist diese Erbschaftsgeschichte von Schalimow. Du solltest es mit deiner Arbeit etwas genauer nehmen, lieber Vlas. Ich vermisse dich jetzt öfters in der Kanzlei. Ach, tatsächlich? Jawohl. Ich hoffe, Sie werden sich ohne mich nicht langweilen, mein Gebieter. Keine Sorge, keine Sorge. Also ich verlasse mich drauf, bis morgen früh ist die Schalimow-Akte kopiert. Stets Verlass auf Vlas. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Ja, ja, schreib das ab. Danke, Sascha. Danke. Bring Herrn Schalimow eine Lampe in den Garten, Sascha, ja? Danke. Dankeschön. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Es zieht bei dir im Zimmer, nicht wahr? Tja. Na, bitte. Dies blöde Haus. Überall Ritzen. Der Boden knarrt. Möchtest du Tee? Danke, ich bin mit Suslow verabredet. Dieses Sommerleben ist doch im Grunde reichlich unbequem, nicht wahr? Die Häuser, in denen wir wohnen, haben keinen Komfort. Nachts pfeift der Wind durch die Wände. Man kommt kaum zum Arbeiten. Immer ist Besuch da. Und wenn man in die Stadt fahren muss, braucht man dazu fast einen halben Tag. Ungemütlich ist es hier. Findest du nicht? Willst du nicht mit mir sprechen, Mario? Ja, also dann werde ich jetzt gehen. Du hast es wohl sehr eilig, zu Suslow zu kommen. Nein, wieso? Du ziehst dein Gesicht. Habe ich wieder was falsch gemacht? Nein, Sergej, geh nur. Sag mal, wie kalt du zu mir bist. Ich verstehe das nicht. Ich werde jetzt gehen. Sag mal, krank bist du doch nicht, nein? Ich meine ernstlich. Nein, ich bin bestimmt nicht krank. Ich glaube, du solltest dich mit irgendetwas beschäftigen. Du liest einfach zu viel. Allzu viel ist ungesund. Vergiss das nicht, wenn du mit Suslow Rotwein trinkst. So böse?
Es gibt gewisse Bücher, die sind noch schädlicher als Wein. Die haben etwas Narkotisierendes. Die modernen Schriftsteller sind doch zum größten Teil nervlich zerrüttete Menschen. Das fängt doch schon mit meiner Schwester an. Kaleria ist doch im Grunde genommen verrückt. Dabei hat sie doch gar nichts veröffentlicht. Dagegen ist ein Mann wie Schalimow erstaunlich normal. Trotz seiner großen öffentlichen Erfolge. Willst du ihm nicht ein wenig Gesellschaft leisten? Ich weiß nicht, ob er sich so richtig wohlfühlt bei uns. Er ist so ruhig. Fast ein wenig zu ruhig für meinen Geschmack, ja? Weißt du was? Kaleria sollte Schalimow heiraten. Das wäre doch was. Sie wird langsam alt und ihre Schönheit nimmt auch nicht gerade zu. Wie viel überflüssiges Zeug du wieder schwätzt, Sergej. Ja? Tatsächlich? Macht doch nichts. Wir sind doch unter uns. Ich schwätze halt gern ein bisschen. Bist du müde? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Von 10 bis 3 habe ich auf dem Gericht gesessen. Von 3 bis 7 in der Stadt herumgelaufen. Sieben Jahre Schreiber bei einem Advokaten. Das ist doch unter deiner Würde, Vlas. Ja, ja, ja. Du meinst, ich sollte nach etwas Höherem streben? Vielleicht Kirchturmspitzenverzierer. Oder noch höher hinaus, Kellner in einem Freiballon. Bitte nicht zerstören. Was hast du? Du weinst ja. Ist es wegen Schalimow? Das ist er also, der große Verführer, der gefeierte Poet. Er sitzt da nun und fürchtet sich vor dem nächsten Rheumaanfall. Ich habe ihn gesehen, als er seine Gedichte vortrug. Ich erinnere mich, wie er die Bühne betrat. 6, 7 Jahre ist das her. Ah ja. Oder 8. Du schwärmst ja immer noch. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich habe an alles geglaubt, was er geschrieben hat. Ich habe gehofft, er würde eines Tages zu mir kommen und mich herausführen aus dieser qualvollen Enge. Und jetzt? Auf wen willst du jetzt warten, Schwester? Ich weiß es nicht. Ich möchte fortgehen. Irgendwohin, wo man anders lebt, anders redet. Wo man etwas Nützliches, etwas Sinnvolles tun kann. Verstehst du? Ich verstehe dich, ja. Aber du wirst nirgendwohin gehen, Varya. Nirgendwohin. Für einen schönen Garten malen Sie da. Es ist kein Garten. Ich male keine Motive nach der Natur. Ach so. Sascha! Das Bild heißt Die Angst vor dem Taifun. Ich verstehe.
verstehe, der Garten ist also nur ein Gleichnis für etwas anderes, Tieferes. Hm? Ich hab Winter schon gesagt, es ist kein Garten. Fürchtest du dich eigentlich vor deiner Frau? Nein. Sie ist doch sehr lieb. Das sagst du so traurig. Du. Der Suslow hat eine Frau. Die musst du dir mal etwas näher ansehen. Eine tolle Frau, kann ich dir sagen. Sie hat ein Verhältnis mit meinem Stellvertreter. Ja? Nun, man wird ja sehen. Julia ist etwas ganz Besonderes. Die, du, oh, naja, du wirst schon sehen. Sergej, du dummer Kerl, warum ziehst du deine Jacke nicht an? Ich friere nicht. Die Luft ist kühl, du wirst dich erkälten. Ich will keine Jacke haben, ich friere nicht. Ich werde dir die Jacke holen. Hör mal, Jaschka. Schach. Ich wollte dich bitten. Naja, du hast schon recht. War ja erst ein bisschen sonderbar in letzter Zeit. Ach Gott, alle Welt leidet jetzt an diesen Stimmungen. Das ist modern. Ekelhaft ist es. Vielleicht könntest du ein wenig für sie die Federn spreizen. Welche Federn? Was meinst du? Ich meine, in aller Freundschaft ein bisschen den V spielen. Du könntest sie doch ein wenig unterhalten. Etwas aufmuntern, ihr Interesse wecken. Ich meine, in aller Freundschaft, versteht sich. Schon gut, Sergej. Grotesk, nicht? Ich hätte gestern gern etwas Überzeugenderes gesagt. Leider war ich wieder viel zu aufgeregt. Sie haben sich bestimmt geärgert. Nicht, weil Sie aufgeregt waren? Nein. Aber? Ich erinnere mich. Vor 2 Jahren haben Sie ganz anders gesprochen und genauso leidenschaftlich. Worte können uns viel stärker beunruhigen als Menschen. Finden Sie nicht? Ein Schriftsteller aus dem allerhand gefallenen Kosten. Andererseits, er auch viel leidenschaftlicher geworden als ein Mensch mit einem Beruf. Weißt du, Maria. Na? Und Sie? Sie sehen aus, als wären Sie nie ein Freund von Arbeit gewesen, stimmt's? Arbeit? Soviel ich weiß, verstehen Sie unter dem Wort Arbeit die Ausbeutung und Auspressung Ihrer Mitmenschen. In diesem Sinne leiste ich allerdings keine Arbeit. Ah. Mein Lieber, warten Sie ab. Wenn Sie erst mal älter. Wenn Sie statt rosa Grütze Hirn in Ihren Kopf kriegen, dann werden Sie es schon merken. Auf dem Nacken der anderen. Kommt man am schnellsten zu Wohlstand, glaub mir's. Mein dicker Bruder Stanislaus, der rückt nicht gerne Bargeld raus. Er schläft des Nachts im Armenhaus. Und deshalb stinkt der Millionär gewöhnlich ordinär. Jetzt hat er es mir aber gegeben. Nehmen Sie sie nicht übel, er meint es nicht so. Geschieht mir ganz recht. Ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen plaudern. Varvara Michailovna, Sie gefallen mir. Donnerwetter, sind Sie schön. Wie? Ach, gnädige Frau, ich sehe es Ihnen an. Sie fühlen sich nicht wohl hier. Stimmt's? Ich meine, Sie sollten sich nicht in meine Angelegenheiten einmischen, finden Sie nicht auch?
Ach, hören Sie auf, ich mische mich nirgendwo ein. Ich wollte Ihnen etwas Freundliches sagen. Ich hab's falsch angefangen, zum Teufel. Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht grob zu Ihnen sein. Gehen wir ein bisschen spazieren? Denn niemand? Die Probe sollte längst beginnen. Ich fürchte, die Herrschaften haben keine Lust mehr. Keine Lust zum Theaterspielen? Das macht doch riesen Spaß. Gewiss. Vor allem, wenn man eine Hauptrolle hat, nicht? Weißt du, manchmal hast du eine Art, die anderen an die Wand zu spielen. Soll das etwa ein Vorwurf sein? Aber nein, meine Liebe, ein Kompliment. Ich verneige mich vor deinem überragenden Talent. Was nützt mir die Hauptrolle, wenn die anderen nicht mitmachen, mein Lieber? Eben. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber ich habe noch etwas Dringendes, um beim Chef zu besprechen. Und bringen Sie mit, wen Sie finden, damit wir endlich anfangen können. Verstehst du das? Kein Mensch kommt mehr auf die Proben. Seltsam, was? Ja. Julia. Bitte schön. Wo warst du die ganze Zeit? Mal hier, mal dort. Julia! Julia! Du, wie ist denn das? Herrschaften, wenn sie Theater spielen. Soll schon sein, die sich fremde Kleider an. Reden. Komischen Tönen. Jeder, was ihm gerade einfällt. Schreien, rennen hin und her. Tun so, als ob sie was tun würden. Ne, spielen eben. Warum? Ne? Warum? Was sollen sie sonst tun? Satt sind sie. Na, Piotr, wo gehst du hin? Ich geh nirgendwo hin. Ich rauche. Aha. Haben Sie meinen Mann nicht getroffen? Nein. Nein. Schwül, nicht? Schwül? Finde ich nicht. Ich ersticke fast. Kein Wunder, wenn man unter lauter Halunken und Schwätzern ist. Was haben Sie? Sind Sie überarbeitet? Ihre Hände zittern. Ich habe gestern Abend ein bisschen viel getrunken, schlecht geschlafen. Warum trinken Sie? Um mich aufzuheitern. Seltsamer Vogel, mein Neffe. Hm? Was haben Sie denn jetzt so vor, wenn ich mal fragen darf? Ich weiß es nicht. Ich warte auf deinen Ratschlag, mein lieber Neffe. Ja. Das lässt sich nicht so ohne weiteres sagen. Man müsste gemeinsam darüber nachdenken. Mit anderen Worten, du willst deinen Onkel nicht zu dir ins Haus nehmen. Stimmt's? Das habe ich nicht gesagt. Hm? Nein, das hast du nicht gesagt. Sagst du überhaupt nichts? Herrgott, was seid ihr bloß für langweilige Leute hier? Keine Kraft, keine Lebensfreude, kein Unternehmungsgeist. Nichts! Ich weiß gar nicht, warum Sie sich derart ereifern müssen. Ja. Das wirkt lächerlich, ich weiß. Reichlich unsympathisch, dieser Onkel, was? Ach, alte Leute sind ja nie besonders amüsant. Offenbar will er seinen Lebensabend bei mir verbringen. Dein Onkel? Ja. Ach. Und was meinst du dazu? Was der Teufel soll ihn holen? Es wird genauso kommen, wie er will. Ja? Pass auf. Es geht also um diese Erbschaftssache von meinem Freund Jalim. Ein ganz faules Ei. Wie sie sich verändert hat, seit dieser Schalimow hier ist. Mit uns redet sie nur noch von oben herab. Lächerlich. Was ist das schon für ein Dichter?
Ausgeschrieben ist der. Passé. Ach, Sie haben ja gar keine Ahnung. Jawohl, genau so sehen Sie aus, wenn Ihnen nichts mehr einfällt. Faul und verzweifelt. Nur Sie merkt nichts. Sie merken nichts. Sie mit Ihren verschimmelten nicht Augen. Nein, Sie bitte nicht. Sie haben wirklich überhaupt keine Aufmerksamkeit für andere Menschen. Ah, Abstraktia, was ich hier bin. Sie hat darauf gewartet wie auf den Frühling. Wie wärst du mal mit einem Porträt von mir? Nein, du hast einen Buckel. Wie bitte? Ja, du hast einen Buckel. Auf deiner Seele. Das tut doch meiner guten Figur keinen Schaden, oder? Valeria, spielen Sie etwas auf dem Klavier. Ich kann das alles nicht mehr hören. Banale Menschen, die kommen mir vor wie Pockennarbige. Und fast immer sind sie blond. Richtig. Alle alten Jungfern schreiben schlechte Gedichte und kauen Tabak. Kaum ist seine erste Frau unter der Erde. Er war überhaupt nur 2 Monate mit ihr zusammen. Dann hat er sie sitzen lassen. Sofort geht er auf ihre Schwestern los und versucht ihr das Gut abzuprozessieren. Eine beispiellose Gaunerei, das muss ich sagen. Ich glaube, wir werden da schon was finden. Na, meinen Sie wirklich? Mhm. Wollen Sie mal sehen. Was hat er in der Hand, der Gute? Ein Biest, dieser Jaschka, ein Biest. Erzählungen haben mir besonders gut gefallen. Sie sind so sanft, so schwermütig. Ich danke Ihnen. Früher haben Sie ganz anders geschrieben. Viel realistischer. Ja. Das sinnlich Effektvolle. Ja, ja. Wie gut Sie mich verstehen. Sie gefallen mir. Klasse. Bitte? Wie bitte? Sie gefallen mir wirklich. Das freut mich für Sie. Liebe, liebe Maria Lwowna, halten Sie mir doch einen Augenblick meinen Kopf. Ich kann ihn nicht mehr tragen. Tja, was sollen wir nur mit Ihnen machen, Vlas? Tja, was machen wir nur mit dir, Vlas? Ich möchte wissen, warum er sich dauernd vor sich selber versteckt, dieser sonderbare Mensch. Das möchte ich wirklich wissen. Mir ist speiübel. Es ist alles so absurd. Diese Leute hier, ich hasse sie. Meine Frau, haben Sie meine Frau gesehen? Nein. Ach nein. Seit wann sind Sie denn verheiratet, Herr Doktor? Ach, hören Sie doch auf, Sie. Ach, was? Ich sehe schon, Sie werden doch mit 60 hier sitzen und solche dummen Witze machen. Jawohl. Die Leute sollen lachen über mich lachen, bis sie platzen. Ich kann nicht ernsthaft mit Ihnen reden. Sie wecken in mir die obszöne Lust, Grimassen zu schneiden. Und meine Grimassen sind ehrlicher als Ihre. Mein Kopf ist vollgestopft mit Gespenstern. Hören Sie? Na, hören Sie? Ich möchte stöhnen, schreien, drauf losschlagen. Ich glaube, ich werde anfangen zu trinken. Ich kann unter Ihnen nicht anders leben als Sie. Das macht mich verrückt. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin sehr froh, dass Sie hier sind.
Und ich bin sehr froh, dass Sie so zu mir sprechen. Olga, hier bist du. Ich suche dich überall. Kirill Akimovic, nehmen Sie Tee? Nein, danke. Wir wollen uns nicht aufhalten. Komm, Olga. Sergej, kann ich morgen zu Ihnen kommen? Ich muss Sie dringend sprechen. Es geht um unser Heim. Welches Heim? Welches Heim? Das ist das wirklich unglaublich. Das Heim für schwer Erziehbare, natürlich unser Heim. Dort ist der Teufel los. Die Lehrer prügeln wieder, diese Bestien. Ach so. Ich war lange nicht dort. Ja. Kirill Akimovic, ich habe jetzt einfach nicht die nötige Kraft, mich darum zu kümmern. Das müssen Sie verstehen. Wir haben alle keine Kraft mehr, Pavel Sergejitsch. Wir sind alle etwas müde geworden. Soziale Reform, herrlich, herrlich, wunderbar. Ja. Aber jetzt, was heißt arbeiten, arbeiten. Da bin ich der Einzige, der arbeitet. Und ich bin auch müde, verdammt nochmal. Ich glaube, du übertreibst ein bisschen, Kirill. Übertreiben, bitte, liebe Olga. Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich kann nicht mehr aus. Ja, ich bin erschöpft, total erschöpft. Der Bürgermeister, dieser Schwachkopf, schreit mich an, die Kranken essen zu viel. Wirft mir Verschwendung vor. Eine Unmenge Chinin. Idiot. Erstens geht es dich nichts an und dann sorgst du erstmal für trockene Straßen im Armenviertel. Was ist ein unverschämter Idiot? Nimm dich bitte zusammen, Kirill. Wir sind hier nicht zu Hause. Meine Herrschaften, wollen wir nicht, wollen wir nicht ein bisschen Theater spielen? Warum regst du dich eigentlich so darüber auf? Ist doch immer dasselbe. Du solltest dich langsam daran gewöhnen. Ja, bitte, bitte, liebe Olga, was tue ich denn? Ich gewöhne mich ja. Man befiehlt mir, du musst sparen, also spare ich. Das ist zwar ein Verbrechen an den Kranken, aber bitte, ich gewöhne mich ja. Leider, liebe Olga, habe ich keine Privatpraxis wie Maria Lwowna. Ich kann es mir nicht erlauben, diesen jämmerlichen Posten einfach hinzuwerfen und so weiter und so weiter. Weil du eine so große Familie hast, nicht wahr? Ja. Das sagst du ja nicht zum ersten Mal. Aber hier, vor allen Leuten, hättest du darüber nicht zu sprechen brauchen. Gemein und taktlos bist du. Olga! Was ist denn? Ich bin auch wieder an allem schuld. Ach, ich hab's nicht so gemeint. Ich hab dich sehr gut verstanden. Ich hab's nicht so gemeint, Olga. Bitte lass mich. Olga! Kam völlig unerwartet. Olga! Entschuldigen Sie, Pavel Sergejitsch, ich bin ganz durcheinander. Olga! Olga! Irgendwann einmal wird er sich eine Kugel durch den Kopf jagen, ganz gewiss. Ja. Das sagen Sie so gleichgültig? Jetzt müssen wir aber unbedingt mit der Probe beginnen, meine Herrschaften. Unverzüglich, kommen Sie bitte. Barbara Michailowna, kommen Sie, es wird Zeit. Kommen Sie bitte auch zur Probe, ja? Hüten Sie sich vor diesem Samislav. Ich rate Ihnen gut. Er wird Ihren Mann eines schönen Tages ins Gefängnis bringen. Eine Halunke. Glauben Sie mir nicht? Wie Sie mal reden. Wie? Ich möchte nicht mit Ihnen über Samislav sprechen. Na gut, wie Sie wollen. Lars, Maria Lwowna, bitte kommen. Sie kann nicht immer auf Sie warten. Bitte kommen. Julia Filipowna, bitte auf Sie. Beeilen Sie sich bitte. Wirklich, meine Herrschaft. Ja, auch wir längst angefangen. Früher bin ich öfters in diese Gegend gekommen. So? Meine zweite Frau stammte von hier. Wollen Sie wieder einen Heiratsantrag machen? Was? Was? Ich alte Wallfrau. Wissen Sie, der Onkel hatte früher eine große Fabrik. Butterproduzent war er, stimmt's? Oder Fleischfabrikant? Und viel Glück hat er gehabt bei den Damen. Warum haben Sie denn Ihre Fabrik aufgegeben? Sie war alt. Ach so. Meine Maschinen waren Schrott. Mhm. Geschäfte gingen flau, ich überlege kurz. Und schon habe ich mein ganzes Gerümpel an die Deutschen verkauft. Jetzt habe ich nichts mehr. Aber reich ist er, stinkreich. Ja, über 1 Million Rubel.
Und ein Haus habe ich noch in der Stadt. Schönes, großes, altes Haus. Was wollen Sie denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich langweile mich zu Tode. Wollen Sie sich setzen? Marian Bogner, kommen Sie doch bitte. Wir haben auf Sie gewartet. Du solltest mal mit deinem Bruder sprechen, Maria. Ich glaube, er hat etwas mit Maria Lorna. Ja, stell dir vor. Sergej, nein, nein. Hör zu. Das hast du falsch verstanden. Die ist 15 Jahre älter. Da ist nichts. Rede das bloß nicht überall herum. Ist es möglich, dass du das begreifst? Ja, ich muss ja nicht darüber reden. Also bitte rede ich eben nicht darüber. Aber kannst du mir erklären? Was ist, Sergej? Noch was? Ich will nichts hören. Du bist unmöglich. Du musst mal was für deine Nerven tun. Es ist beleidigend für mich, wie du dich aufführst. Und Ruhe. Sag nicht so, komm, ja, bitte gehen Sie schnell auf Ihren Auftritt. Kommen Sie auch schnell. Auftritt! Stellen Sie sich vor, es ist Nacht. Niemand sieht ihn. Dunkel. Sie sehen nichts. Ja. Sehr gut. Und auftreten. Ja. Ach, doch nicht Sie! Madame, doch, kommen Sie doch, gehen Sie doch bitte wieder. Sie sind doch zu früh. Gehen Sie bitte zurück. Weiter, machen Sie doch weiter. Psst. Ich gehe mal wieder. Bitte ruhig. Ach, bitte. Sie kommen doch noch gar nicht dahin. Auftritt, Sie kommen doch mit. Wo sind Sie denn? Bitte mal weiter, Nikolai. Ach, bitte, sind Sie wieder alle auf der Bühne. Ich habe Ihnen doch gesagt, es gibt noch einen anderen Fahrer. Nein, das ist doch viel zu früh. Sie machen alles zu früh, bitte. Sie müssen doch daran noch gar nicht absagen. Bitte, bitte, bitte. Wirklich einmal eingreifen. Lassen Sie es bitte einmal zeigen. Nee, das ist doch Unsinn. Das ist doch Unsinn. Sam ist doch. Wie soll das hier doch so gehen? Ich habe noch geguckt. Mein Gott. Sie sehen. Sind Sie auf den Tropfen, dass du laufen Sie doch nicht. Ja. Wenigstens solange ich in der Nähe bin, könntest du dich ein bisschen zurückhalten. Hä? Die Leute lachen schon über mich. Oh, die Leute lachen schon. Wie abscheulich. Wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Ich erlaube dir nicht. Die Frau eines Mannes zu sein, über den die Leute lachen. Nimm dich in Acht, Julia. Ich bin im Stande. Gehobt zu werden wie ein Droschenkutscher. Ich weiß das. Lass deine Frechheiten, du Miststück. Wir wollen die Szene lieber zu Hause weiterspielen, ja? Ich erschieß dich noch mal. Aber heute doch nicht mehr, wie? Des Tags letztes Glühen verschwand in purpurfarbenen Wolken. Im Dunkel des Himmels oben und Schatten des Todes. Ja, bitte gleich. Und dann geh zu Maria Lwowna und frag, ob sie nicht zum Tee kommen möchte. Ja, das tue ich. Ich werde zu Maria Lwowna gehen.
Guten Abend, Frau, ja. Mein Kalleria. Oh, spielen Sie, spielen Sie. Es geht ja auch mal ohne Hände schütteln. Namen Blass. Helmand. Draußen ist es unheimlich. Ich glaube, es hat sich jemand im Wald versteckt. Das Pfeifen der Wächter klingt so gefährlich. Warum pfeifen sie? Sehr verdächtig. Vielleicht pfeifen sie uns aus. Komm, setz dich. Kirill läuft von mir davon. Und vor den Kindern. Ich weiß, er ist überarbeitet. Er muss ausspannen, ja. Aber ich bin auch müde. Nichts gelingt mir. Alles, was ich anfange, geht schief. Das macht mich rasend. Oh mein Gott, Varian. Was ist bloß aus mir geworden? Ich war doch früher auch einmal fröhlich. Alle meine Kräfte habe ich ihm geopfert. Was muss er sich noch mal klar machen? Aber Liebe, glaubst du denn, das ewige Jammern nützt etwas? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich werde ihm sagen, ich reise ab. Ja, mit tu das. Den Kindern. Ihr müsst euch voneinander erholen, Kirill und du. Mach eine Reise, fahr ans Meer mit den Kindern. Ich besorge dir das Geld. Ich habe schon genug Schulden bei dir. Ach, Olga. Glaubst du denn, es fällt mir leicht, Geld von dir zu nehmen? Von deinem Mann? Ohne Stolz bin ich. Lebensuntüchtig. Immer auf die Hilfe von anderen angewiesen. Wenn die Kinder nicht wären, ich hätte schon längst ein Ende gemacht. Manchmal empfinde ich auch auf dich einen Hass. Ja, auf dich. Du gibst dich immer so gelassen. So überlegen. Du bist kalt. Du lebst gar nicht. Du fühlst nichts. Du, was sagst du da? Vielleicht solltest du deine Gefühle nicht allzu hemmungslos verströmen. Es könnte dich einmal weit von uns entfernen, meine Liebe. Das ist mir egal, ob ich mich von euch entferne. Ich will raus aus dieser Qual. Ich will leben. Ich bin doch nicht schlechter als du. Ich bin nicht dumm. Ich sehe alles. Ja, du hast ein angenehmes Leben. Dein Mann ist wohlhabend. Er ist ja auch nicht zimperlich in seinen Geschäften, das weiß jeder. Du doch auch. Du bist doch genauso. Du hast es irgendwie eingerichtet, dass du keine Kinder bekommst. Ich habe was eingerichtet? Erklär mir, was du meinst. Ich meine nichts Besonderes. Ich wollte nur sagen, mein Mann hat mir gesagt, dass viele Frauen keine Kinder haben wollen. Wenn ich nicht wüsste, wie schwer du es hast. Wenn ich nicht wüsste, wie wir beide von einem besseren Leben geträumt haben. Du hast mir wehgetan. Wolltest du das? Bitte sprich nicht so. Geh, lass mich. Mir doch. Es nützt nichts. Geh! Ich hab's doch nicht so gemeint.
Für immer, Varian? Sehr still. Für immer? Ich begreife nicht, warum du das getan hast. Guten Abend. Guten Abend, Olga. Was machen die Kinder? Ist Volka noch krank? Soll ich gehen, Volka? Ja! Nein, 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 nein. Man darf doch das alles nicht einfach so über sie ergehen lassen. Ich bin froh, dass du da bist. Ich würde gerne deinem Bruder guten Abend sagen. Oh ja, das wird ihn freuen. Er muss die ganze Nacht für was auf Kopien schreiben. Magst du ihn? Ja. Er gefällt mir. Irgendetwas Verrücktes tun. Das unglaublich Verrückte damit noch. Mein aufrechter Rücken. Ich glaube, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Meinst du nicht? Hast du Angst? Angst? Ja. Ich? Ja. Wenn ich ernsthafte Schwierigkeiten mit deinem Mann bekomme, riskiere ich meine Stelle, klar? Du bist heute übertrieben galant, mein Lieber. Es ist schon seit längerem nichts mehr von dir erschienen, Jakob. Schreibst du an etwas Größerem? Nichts schreibe ich, offen gesagt. Was sollst du auch schreiben, wenn du nichts mehr verstehst? Dann schreib das doch. Schreib, ich verstehe nichts mehr. Worauf es bei einem Schriftsteller ankommt, ist, dass er ehrlich ist. Das ist die Hauptsache. Wenn ich ehrlich wäre, könnte ich wahrscheinlich nur eins tun. Die Feder wegwerfen, aufs Land ziehen und Kohl anbauen. Aber will ich essen, muss ich schreiben. Nur für wen? Ich weiß es nicht. Noch vor 5 Jahren war ich überzeugt, ich kenne meinen Leser und weiß, was er von mir erwartet. Und plötzlich
Unmerklich habe ich ihn verloren. Verloren, ja. Was soll denn das heißen? Den Leser verloren. Ich, wir, die Intelligenz des Landes, wir lesen dich doch. Das verstehe ich nicht. Wie soll man uns denn verlieren? Natürlich, die Intelligenz. Die meine ich nicht. Aber da gibt es jetzt diesen neuen Leser. Der neue Leser, heißt es überall. Wer ist das? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich spüre es. Wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich Menschen mit ganz besonderen Gesichtern und Augen. Ich blicke sie an und weiß sofort, die werden mich nicht lesen. Das interessiert sie nicht. Die brauchen mich nicht. Ich bin zu alt für sie. Und ich begreife sie nicht. Wen mögen sie? Was brauchen sie? Ja, das ist interessant. Nur ich glaube, du solltest dich erst mal eine Zeit lang ausruhen, entspannen. Dann wirst du deinen Leser schon finden. Ja. Du liebst deinen Mann nicht, stimmt's? Glauben Sie, dass man ihn lieben kann? Hm? Warum hast du ihn dann geheiratet? Tja. Bei manchen Wilden soll es den Brauch geben, dass ein Mann, bevor er sich eine Frau nimmt, ihr mit dem Knüppel über den Kopf schlägt. Bei uns Kulturmenschen geschieht das nach der Hochzeit. Hat man Sie auch über den Kopf geschlagen, Maria Rosner? Ja. Sehen Sie, die Wilden sind ehrlicher, nicht wahr? Wollen Sie denn nun bei Ihrem Neffen bleiben? Nein. Er mag mich nicht. Er ist überhaupt so lustlos, ich verstehe ihn nicht. Wenn ich dran denke, dass der mein ganzes Vermögen bekommt, kann ich mich schwarz erinnern. Sie Armer. Machen Sie doch etwas Vernünftiges mit dem Geld. Etwas Vernünftiges? Verwenden Sie das Geld für einen sozialen Zweck. Das wäre doch sinnvoll. Ach ja, das hat mir schon mal jemand geraten. Aber das war so ein fuchsroter Spitzbube. Ein Liberaler. Wofür wollen Sie mein Geld denn haben? Wir brauchen dringend Schulen, Gymnasien, Krankenhäuser, Bibliotheken. Halt, halt. Armer haben Sie zu mir gesagt. Die ganze Zeit heißt es, ich bin steinreich und jetzt stellt sich plötzlich heraus, arm bin ich. Ein Armer. Danke Ihnen, dass Sie mir das gegeben haben. Darf ich Sie in einen Augenblick sprechen, Varvara Michailowna? Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Was haben Sie denn auf dem Herzen, lieber Pavel Sergejitsch? Gleich. Ich werde es Ihnen gleich sagen. Hat sie immer noch was mit ihm? Ich denke, das sei längst vorbei. Warum in diese Missgeburt? Diese Schnecke. Sieh sie mal, überall ist Schleim im Gras. Da, wo er gegangen ist. Maria ist eine Fremde unter uns. Wir kennen uns jetzt schon sehr lange. 4 Jahre, nicht? Ja, so lange ist es her. 4 Jahre, in denen... 4 Jahre, ja. Und? Sehen Sie, ich bin furchtbar aufgeregt. Ich kann mich nicht entschließen, es einfach zu sagen. Verstehen Sie mich? Nein. Was für ein schöner, warmer Tag. Ja. Mir scheint, mein ganzes Leben habe ich sie geliebt. Lange bevor ich ihnen zum ersten Mal begegnete. Ich habe sie immer schon geliebt. Sie sind die wunderbare Traumgestalt, wie man sie sein ganzes Leben lang sucht und
niemals findet. Aber ich habe sie gefunden. Ich bin Ihnen begegnet. Pawel Sergejitsch, lassen Sie uns bitte nicht so miteinander sprechen. Es wird alles noch schwieriger dadurch. Barbara Michailowna. Ich liebe Sie nicht. Nein. Ich liebe Sie nicht. Doch. Sie müssen mir erlauben, ich Ihnen zu sagen. Sie nicht. Nicht. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Alles schon vorbei. Aus. Wie schnell das ging. Ich habe so lange darauf hingelebt, mit mir gerungen, Ihnen das zu sagen. Ja, und nun habe ich es bereits gesagt. Sie hätten es doch ein wenig ahnen können. Ja, natürlich. Aber die Hoffnung, verstehen Sie? Diese gewaltige Hoffnung. Glauben Sie mir, ich habe die Zukunft meines Lebens abhängig gemacht von diesem Augenblick. Ich habe alle meine Hoffnungen in Sie gesetzt, in Ihre Beziehung zu mir und... Jetzt habe ich keine Zukunft mehr. Oh mein Gott. Sie müssen mir helfen. Das kann ich nicht. Helfen Sie mir. Sie müssen mir die Kraft und den Willen geben, zu arbeiten, etwas Wichtiges zu tun. Ich kann es nicht. Sehen Sie denn nicht? Ich weiß doch selbst nicht, wie ich leben soll. So wie ich dahin treibe. Ziellos. Jahr um Jahr. Dieses hastige Nichtstun, das soll mein Leben sein. Erbärmlich. Widerwärtig. Alle haben wir eine furchtbare Angst. Ja. Einer klammert sich an den anderen. Wir stöhnen und schreien um Hilfe. Ja, ich schreie um Hilfe. Ich will nicht mehr reden. Mein Ekel wird immer größer. Sie ekeln sich vor mir. Nein, nein, ich meine nicht Sie, ich meine uns alle. Wir sind unnütze, überflüssige Menschen. Aber ich fühle ganz sicher, bald, vielleicht schon morgen, werden andere Menschen kommen. Mutige, kräftige Menschen, die uns wegfegen werden von dieser Erde wie Müll. Pawel Sergejitsch, ich kann doch überhaupt nichts tun für Sie. Seien Sie nicht so grausam. Ich bin schließlich noch ein Mensch. Und ich bin ich etwa kein Mensch? Für Sie bin ich wohl nur etwas, das man gut gebrauchen kann, um zufrieden zu leben. Ist das etwa nicht grausam? Ich begreife jetzt. Ich bin einfach zu spät gekommen. Natürlich. Nur wissen Sie, dieser Schalimow... Oh mein Gott. Schalimow! Ist das etwa kein überflüssiger Mensch? Wie? Lassen Sie uns nicht weitersprechen, Pawel Sergejitsch. Jetzt nicht. Ein andermal, wenn Sie etwas ruhiger sind. Sind Sie traurig? Nein, nicht besonders. Müde, ein bisschen. Müde? Mhm. Aha, müde. Wenn man verliebt ist, gähnt man nicht. Aber ich gähne doch gar nicht. Aber verliebt sind Sie auch nicht. Nein, nein. Verliebt. 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 Was? Verliebt. Ich glaube, dieses Wort muss man ganz anders aussprechen.
Warum sind Sie auf einmal so kalt? Ich bin nicht kalt. Sie sind leichtsinnig, Vlas. Sie sind ein dummer Junge. Nein, ich verstehe Sie nicht. Ich bin kein junges Mädchen, Vlas. Ich habe graue Haare, das siehst du wohl gar nicht. Ach, hören Sie auf, ich liebe Sie. Ich will fort, ich will mit Ihnen gehen. Fort von meinen ekelhaften Witzen und Fratzen. Und ich weiß, dass diese Liebe die einzige Kraft ist, die mich wirklich verändern kann. Ja, vielleicht, Vlas, vielleicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt wie dich. Du darfst mich nicht quälen. Es ist mir wichtig, dass du jetzt gehst. Lass bitte, bitte geh. Verrückt, bitte geh jetzt. Wahnsinnig. Ich falle über diese Leute her. Ich reiße dieses Gesindel in Stücke. Lass bitte nicht. Natürlich. Alles machen wir falsch. Oh, komm, lass doch. Ja, ja. Was ist denn? Immer wieder diese Versöhnung. Oh, komm, ja, immer doch. Wieder, immer Liebster, wieder. Liebster, komm. Ja, ja, komm. Ja. Ach, lieber dummer Kerl. Ja. Ja, abgerackert haben wir uns. Sei doch still. Haben uns aufgerieben. So, ja. So haben wir alle Achtung voreinander verloren. Ich liebe dich. Ja, ja. Wie solltest du mich auch achten? Ich mich. Achte dich. Ich habe doch nur dich. Dich und die Kinder. Komm. Haben wir uns das so vorgestellt, Olga? Ja? Ist es das? Haben wir davon geträumt? Was sollen wir denn machen? Was soll ich bloß tun? Was soll ich tun? Komm. Ich beobachte sie manchmal, Varvara Michailowna. Inmitten der geräuschvollen Schar ihrer Freunde. Sie schweigen viel. Aber ihre Blicke stellen dringende Fragen. Verzeihen Sie. Warum? Vielleicht ist es Ihnen unangenehm, wenn ich so mit Ihnen spreche. Ich würde Ihnen das sagen.
Sie die? Ich danke Ihnen. Ich werde diese Blume bewahren. Als Erinnerung an eine schöne, unwillkürliche Geste. Ich werde sie zu Hause in ein Buch legen und eines Tages werde ich das Buch aufschlagen und ihre Blume darin finden. Und dann werde ich an sie denken. Finden Sie das sentimental? Sprechen Sie. Darf ich Ihnen meinen Arm reichen? Danke, ich möchte nicht. Bitter werden unter diesen Menschen, die mit ihrem Leben so wenig anzufangen wissen. Lehren Sie sie richtig zu leben. Das kann ich nicht. Ich besitze weder die Überzeugungskraft noch die Selbstüberschätzung eines Lehrers. Ich bin unfähig, anderen Menschen meine Ansichten und Empfindungen aufzuzwingen. Um die Menschen zu beobachten, muss ich mich von ihnen entfernen. Ich darf mich nicht einmischen. Ich verstehe Sie. Und doch macht es mich sehr traurig. Es ist, als entschwinde jemand, der mir sehr nahe stand. Unaufhaltsam aus meinen Gefühlen. Seltsam. Was? Ich spüre das starke Verlangen, offen und ungeschützt zu reden. Das muss wohl an Ihnen liegen. Eine große Kraft geht von Ihnen aus. Und diese Kraft überträgt sich auf mich. Ich spüre etwas in einer großen, neuen, einzigartigen Erfahrung, die ich nur mit Ihnen machen könnte. Wenn Sie... Wenn ich was? Sie werden nicht lachen über mich. Wollen Sie, dass ich es sage? Lassen Sie nur. Ich weiß es schon. Sie sind kein geschickter Verführer. Sie haben nichts begriffen. Wie habe ich Sie geliebt, als ich Ihre Bücher las? Wie habe ich auf Sie gewartet? Sie waren für mich jemand, der alles versteht, der weiß, was man zu tun hat, um richtig zu leben. So sind Sie mir erschienen. Und dann eines Abends habe ich Sie gehört. Ich habe Sie gesehen, als Sie Ihre Gedichte vortrugen. Ich war damals erst 17, aber seit jenem Abend hat die Bild in meinem Gedächtnis geleuchtet, wie ein Stern. Wie ein Stern. Hören Sie, ich muss mich entschuldigen. Wenn mir alles zu schwer wurde, habe ich an Sie gedacht. Und es wurde ein bisschen leichter. Ich habe aber das gehofft. Das ist doch nicht vernünftig. Varia, Liebe, das ist nicht vernünftig. Ihre Anwesenheit hier schmerzt mich. Sie tut mir körperlich weh. Was ist nur geschehen mit Ihnen? Sagen Sie mir, ist es nicht möglich, die Kraft seiner Seele zu bewahren, da draußen, in dem freien Leben? Sie sind wie alle anderen. Alle haben Sie diese dummen, anmaßenden Vorstellungen vom Leben eines Schriftstellers. Sie wissen genau, wie er sich zu benehmen hat, wie er zu reden hat. Warum? Warum stellen Sie besondere Ansprüche an mich? Wen zum Teufel soll ich Ihnen vorspielen? Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch, der arbeitet, um sein Brot zu verdienen. Nicht mit den Händen, sondern mit der Fantasie. Ihr lebt alle, wie es euch gefällt. Und ich, nur weil ich Geschichten schreibe, ich soll so leben, wie es euch genehm ist, wie es euren Wünschen, Hoffnungen und Träumen entspricht. Entschuldigen Sie, Varvara Michailowna. Ich werde Ihnen Ihre Blume zurückgeben. Ich habe das Gefühl, ich verdiene dieses Zeichen Ihrer Anerkennung nicht.
Ja, zum Wohlsein, Herr Philosoph. Mehr, mehr. Ich hab früher selber philosophiert. Intelligenzia. Wohnen, wohnen. Konservatismus. Demokratie. Von wegen. Ein Mensch ist vor allem ein zoologisches Wesen. Können Sie noch so viele Grimassen schneiden, Brimborium veranstalten. Der Mensch will essen, trinken, mit einer Frau. Jawohl. Sie sind ein Schwein, Susanne. Ja, ja, ja. Ausgerechnet. Wo bleibst du denn mit dem Korb, Sascha? Schnell, schnell! Mach das weg, du Schlappschwanz. Ja. Was glotzt du so, hä? Noch nie einen Menschen gesehen? Hau ab! Ja, schon. Wer das Gold regiert die Welt. Blödsinn. Geld ist nichts, wenn man es hat. Alle Menschen dieser Welt, alles Lügner, alles Schufte, alle. Aber die Angst, was die anderen denken. Was hast du? Maria, du musst mir helfen. Du musst deinem Bruder sagen... Ach, hat er dich gekränkt? Nein. Das heißt, ja, gekränkt? Nein, ich weiß es nicht. Erzähl mir, was ist geschehen? Ich liebe ihn. Lach mich nicht aus, Varya, ich liebe ihn. Ich habe noch nie einen Menschen geliebt. Ich habe solches Verlangen nach Zärtlichkeit und auch nach Leidenschaft. Wie lächerlich. In meinem Alter. Hilf mir. Du musst ihm sagen, er hat sich geirrt. Ich will keine Erniedrigung. Ich bin lange genug unglücklich gewesen. Meine Liebe, ich verstehe dich nicht. Wenn du ihn doch liebst, du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Aber er ist doch so schrecklich jung. Varya, nach einem Jahr hat er mich satt und schickt mich fort. Nein, das ist nicht wahr. Vlas braucht dich. Nur du kannst ihm helfen. Ihr werdet zusammen leben, ihr werdet zusammen arbeiten. Ach, Varya, was du mir einreden willst, das dreht sich sowieso alles in meinem Kopf. Wir leben alle viel zu vorsichtig. Wie feige wir sind. Wahrscheinlich habe ich kein Recht, so zu dir zu sprechen. Ich weiß nicht genau, was ich meine. Ich bin doch nur eine dicke, dumme Fliege, die hinaus in die Freiheit möchte und immer wieder gegen die Fensterscheibe stößt. Ich wünsche mir so sehr, ganz nah bei dir zu sein, wenn du glücklich bist.
Julia. Ja. Komm her, setz dich zu mir. Du wirst dich ruinieren, Suslav. Na komm. Mit den teuren Weinen, du. Komm her, komm, komm, komm. Es ist Zeit für die gewissen Gefühle, hm? Komm näher, komm. Hör zu, mein Freund. Was willst du? Willst du mir etwas Liebes tun, ja? Sag das. Was willst du? Versprichst du es mir? Ich tue alles für dich. Liebe. So lobe ich mir den liebenden Ehemann. Sag, was willst du? Erschießen wir uns, mein Lieber. Erst du und dann ich. Piotr. Hey. Mach keine schlechten Witze. Wirf das Ding weg! Pass auf! Fass mich nicht an. Na, was ist? Ich würde mich gern zuerst erschießen. Aber ich habe Angst, du betrügst mich und bleibst am Leben. Nicht Julia. Nein. Ich möchte auf ewig mit dir vereint sein. Du darfst nicht reden mit mir. Soll ich dir zum Abschied noch etwas Liebes sagen? Hör auf! Willst du, dass ich jetzt abdrücke? Du bist der Teufel. Ich halte das nicht aus. Ich gehe! Geh doch, dann schieße ich in deinen Rücken! Du machst mich wahnsinnig. Warum? Warum hast du mich so? Dich kann man gar nicht hassen. Die Boote sind da, meine Herrschaften. Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie. Kommen Sie, steigen Sie ein. Schade, schade, schade. Na? Wie hat Ihnen unser Spaziergang gefallen? Spaziergang? Ich habe das Gefühl, ich komme von einem Hexensabbat. Hinaus in die freie Natur, alles Lug und Trug. Ach, nichts gegen die Natur, mein Lieber. Ach, Sie, Sie. Aber alles gegen diese widerwärtigen Mücken. Ja. Wir sind Gefangene unserer Welt. Nach Hause, nach Hause. Ha, mit den Waffen einer Frau. Was das wohl für Waffen sein mögen. Julia Philippowna, komm. Ja. Aber Ihnen etwas. Du darfst diesen Tag nicht vergessen. Ja, denk du an deine guten Vorsätze, Olga. Es ist ein helles Licht in unser Leben gekommen. Und es soll nie wieder dunkel sein in unserem Leben. Bitte, Olga, gewöhn dir das nicht an, ja? Rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Komm, Sergei. Die anderen warten schon in den Booten. Sie haben mich ganz allein gelassen, sind alle schon fort. Komm, setz dich noch einen Augenblick zu mir, ja? Komm. War doch wieder ein schöner Ausflug, nicht? Ja, mein Freund, was? Eigentlich müssten wir uns doch einmal richtig aussprechen, findest du nicht? Bitte steigen Sie ein. Kommen Sie mit, was? Ich reise ab. Was? Wohin? Für Schulenbahn. Ich tue mich mit einem Architekten zusammen und gründe eine Baufirma. Galeria, hier kommen Sie. Was reden Sie da? Ich bin natürlich nicht von alleine auf die Idee gekommen. Sie können sich denken, wer mich darauf gebracht hat. Ich glaube, ich werde immer weicher. Ich habe fast ein zu weiches Gemüt. Ich liebe alles und hasse nichts. Merkwürdig, nicht? Aber mich, mich musst du doch hassen. Nein. Warum? Die Boden sind da, bitte kommen. Barbara Michailowna, kommen Sie bitte. Barbara Michailowna! Manchmal bist du ein bisschen schroff zu mir. Ja,
Aber meine Gutmütigkeit geht einem schon auf die Nerven, das weiß ich doch. Wir müssen gehen, Sergej. Schon? Komm. Schade. Komm. Ich hätte so gern noch etwas mit dir gesessen. Ja. Man muss dem Leben mit freundlichen Kinderaugen ins Gesicht sehen. Dann gelingt alles. Wohin? Nach Hause. Es ist gut, dass du abreist. Ich begreife das nicht. Ich will sie nicht verlieren. Ich habe Angst. Es wird schnell vorübergehen, Blas. Ein kurzer Schmerz, das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm wie die Qualen. Später, wenn alles in Erniedrigung endet. Meine Liebe, meine wunderbare Liebe. Müsstest du nicht nach den Kindern sehen? Sieh du doch nach ihnen. Ich bleibe hier. Helfen Sie mir doch. Ja. Endlich kommen Sie. Wir geben Ihnen zu Ehren ein Fest und Sie verspäten es. Ein Fest? Ein kleines Abschiedsessen, lieber Semyon Semyonowitsch. Ganz bescheiden. Aber ein willkommener Vorwand für ein Gläschen Sekt. Ein Sascha, den Sekt. Abschied, ja. Fest. Und dann werde ich Ihnen eine Wurst servieren lassen, meine Herrschaften. Eine Wurst, kann ich Ihnen sagen. Ein Klient aus der Ukraine hat sie mir geschickt. Ich bin ganz gerührt. Ich danke Ihnen. Sascha, danke schön. Danke. Vielen Dank. Danke schön. Prost. Wohl sein. Warwara Michailowna. Ich habe Ihnen Konfekt mitgebracht. Sehr schön, danke. Ich danke Ihnen. Ich habe allen Damen Konfekt mitgebracht. Oh. Damit Sie mich nicht in schlechter Erinnerung behalten. Olga. Danke schön. Ich will mich doch ein bisschen beliebt machen. Bei den verehrten Damen. Ja, ja, ja. Nee, das ja. ist gar nicht für dich. Oh. Das danke schön. Danke schön. Na jawohl. Julia, das kann ist ich der einen Augenblick sprechen? Das ist Valeria. Oh, danke, Sie. Wann fahren Sie? Morgen in der Früh. Ach, liebe gnädige Frau. Ich habe Sie sehr lieb gewonnen. Wofür sollte man mich lieb gewinnen? Wofür? Man liebt jemanden eben einfach so. Die wahre Liebe ist wie die Sonne am Himmel. Kein Mensch weiß, worauf sie sich stützt. Davon weiß ich nichts. Nein, davon wissen Sie nichts. Ihr Bruder hat sich entschlossen, mit mir in die Stadt zu ziehen. Du hast dich entschlossen? Ja. Kommen Sie doch auch mit, Warwara Michailowna. Was soll ich denn in der Stadt? Ich kann nichts, ich habe nichts gelernt. Dann lernen Sie was. Vlas und ich werden Gymnasien bauen. Ah, Schulen wollen Sie bauen. Mhm. Sehr gut. Kommen Sie, setzen Sie sich. Das macht Ihr Leben für ein, zwei Jahre wichtig.
Da gehen Sie und bauen Sie Schulen, damit Sie lernen, dass es auf den Schulen nichts zu lernen gibt. Nichts von den wahren Geheimnissen des Lebens. Ach, Sie sind ein Miesepeter. Pavel Sergejitsch, das ist doch Unsinn, was Sie da reden. Lassen Sie mich doch erstmal was auf die Beine stellen. Ja, ich weiß. Es ist Unsinn, Phrasen, tote Worte. Ich spreche nur so vor mich hin aus Gewohnheit. Gehen Sie fort, Varvara Michailowna. Verlassen Sie uns und weinen Sie nicht beim Abschied. Es lohnt sich nicht. Sie sind aber in einer merkwürdigen Stimmung. Was ist denn los mit Ihnen? Nichts. Glauben Sie mir, gar nichts. Stellen Sie sich vor, den Piotr ist bei seinem Gefängnisbau eine Wand eingestürzt. Zwei Arbeiter sind verschüttet. Darüber freut sie sich nun. Was? Wo ist das passiert? Hier in der Nähe. Rums, bums. Komm, Piotr, trink ein Tröpfchen. Stärk dich erst einmal. Gratuliere. Du Idiot. Warst du überhaupt mal auf der Baustelle? Natürlich war ich. Der Bauleiter ist ein Versager. Er lügt. Nicht einmal ist er da gewesen. Er hat ja nie Zeit. Auspeitschen sollte man dich! Was sind das nur für Menschen? Langweilen sich und tun einfach nichts. Na gut, werde mich erschießen. Dann habe ich was getan. Sie werden sich bestimmt nicht erschießen. Vielleicht doch. Plötzlich. Peng. Das ist so unglaublich. Piotr Ivanitsch, was ist mit den Verschütteten? Weiß ich nicht. Sind sie tot? Ich weiß es nicht. Ich fahre morgen hin. Verdammte Sauerei! Still! Jüngerchen, still! Mein Gott. Was sind wir für gleichgültige Menschen? Wie abgestumpft und gleichgültig. Ich glaube, wir sind nur kompliziert, Varvara Michailowna. Unsere Psyche ist vielschichtig. Das hat die Intelligenz unseres Landes schon immer ausgezeichnet. Die Intelligenz, das sind nicht wir. Wir sind etwas anderes. Wir sind Sommergäste in unserem Land. Wir gehören nirgendwo hin. Wir tun nichts, wir reden nur schrecklich viel. Du selbst bist der beste Beweis für die Richtigkeit deiner Wahl. Wir reden von der Tragik des Lebens und kennen das Leben gar nicht. Wir jammern, klagen, stöhnen. Genauso wie wir unsere Abfälle hinaus auf die Straße werfen und damit die Luft verpesten. Genauso werfen wir den Schmutz unserer Seele anderen Leuten vor die Füße. Bravo. Ich bin sicher, Hunderte, Tausende von gesunden Menschen werden krank. Ja. Weil wir sie vergiften mit unseren Klagen und Seufzern. Oh, Varvara Michailowna, wollen Sie denn, dass ich ersticke an meinen unterdrückten Seufzern? Wir haben doch alle schon genug geseufzt, Pavel Sergejitsch. Jetzt müssen wir den Mut finden zu schweigen. Bravo, Varia, bravo. Wie scharf sie auf einmal redet. Puh. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Biliam und so weiter. Ich habe der Schand mir etwas gesagt. Bin ich zu grob geworden? Du bist nicht grob geworden, Maja! Bitte nicht. Ich glaube, Varvara hat etwas sehr Richtiges gesagt. Wir müssen ganz andere Menschen werden. Oh. Jawohl, ganz andere Menschen. Wir sind Kinder von Waschfrauen, Köchinnen, Kinder von Arbeitern. Und diese Verwandtschaft, diese Herkunft muss wieder lebendig werden in uns. Diese Menschen haben uns vorausgeschickt. Sie arbeiten ihr Leben lang, ersticken fast in Dunkelheit und Schmutz. Und wir müssen ihnen helfen. Wir müssen sie herausführen aus der dumpfen Tiefe, wo sie zu uns hinaufschauen, wie zu Feinden, die von ihrer Hände Arbeit leben.
Ich sage, Sie haben uns vorausgeschickt, damit wir für Sie den Weg zu einem besseren Leben finden. Doch wir haben Sie verloren. Wir haben uns in einer Einsamkeit verirrt, in der wir nur noch uns selbst beobachten, voller Nervosität und innerer Zerrissenheit. Wir haben kein Recht, uns zu beklagen. Ja, Varya, wir haben kein Recht zu stöhnen. Überhaupt kein Recht. Sind Sie fertig? Maria Lwowna. Ja. Sie haben mir von Ihren Gedichten erzählt, Galeria. Ich meine, etwas Poesie täte uns ganz gut. Sehr richtig. Darf ich Sie am Flügel begleiten? Ja, bitte, Galeria. Lesen Sie uns etwas vor. Bitte, ich glaube, das plötzliche Interesse an meinen Gedichten ist gar nicht aufrichtig. Ich verzichte lieber. Dann werde eben ich etwas aus meinen gesammelten Werken vortragen. Nun mal los, mein Junge. Muss das sein, Vlas? Lass mich. Ich bitte um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ich will den Clown spielen, Vlas. Ekelhafte kleine Jammerlappen leben unter meines Landes Wappen, suchen überall sich ein Versteck, laufen ängstlich vor dem Leben weg. Sie schleichen sich in stille Ämter ein und möchten abends melancholisch sein. Gestohlene Gedanken, eitel, aufgeblasen, Jakob. Im Mund immer dieselben Modephrasen. Sattheit, Ruhe ist ihr Lebensziel. Sie schlafen schlecht und sie verdienen viel. Man hört sie unablässig lamentieren. Eitles Pack! Man muss sie abservieren. Jawohl! Bravo! Das gefällt mir. Du solltest öfter solche Gedichte das schreiben. Das hat aber ins Schwarze getroffen. Wissen Sie, das ist die Wahrheit. Die ganze schreckliche Wahrheit. Wie kann man nur so böse sein? Warum? Wozu? Im Rhythmus war es etwas unsauber, nicht? Aber für ein Scherzgedicht. Na, da hat er uns aber kräftig eins reingelangt. Ach, du lieber Gott. Vielleicht gestatten Sie nun einem Jammerlappen auf diese, ich weiß nicht, wie man diese Art von Poesie nennt, zu antworten. Und zwar wende ich mich direkt an die Quelle Ihrer Inspiration. An Sie, verehrte Maria Lwowna. Da werden Sie bloß nicht ordinär. Ja, bitte, ich höre. Aber er kann doch nun mal nicht anders, Blass. Sie, Maria Lwowna, sind eine Frau mit einem sogenannten sozialen Engagement. Irgendwo betreiben Sie irgendetwas Geheimnisvolles. Kann sein, es ist etwas Heroisches, Epochemachendes. Es geht mich jedenfalls nichts an. Offenbar glauben Sie, dass diese Ihre Tätigkeit Ihnen das Recht gibt, auf andere Leute herabzusehen und an ihnen herumzumägen. Unsinn. Sie sind bestrebt, auf jedermann hier Einfluss zu nehmen. Das ist nicht wahr. Was haben Sie denn mit dem armen Burschen da angestellt? Es geht hier überhaupt nichts an. Ruhe, mein Junge, Ruhe. Bis zum heutigen Tage habe ich Ihre Unverschämtheiten stillschweigend über mich ergehen lassen. Ich will immer was sagen, verehrte Maria Lwowna. Wenn wir nicht so leben, wie es Ihnen passt, dann werden wir wahrscheinlich dafür unsere Gründe haben. Ach, ach, ach. Wir alle sind Kinder von Kleinbürgern, von armen Leuten. Wir haben gehungert, wir haben opponiert, als wir jung waren. Da ist es natürlich, dass wir jetzt im reifen Lebensalter Wert darauf legen, gut und ausgiebig zu essen und zu trinken und unsere Ruhe zu haben. Entschuldigen Sie, wer ist wir? Wir, das sind Sie, ich, er, wir alle. Zuerst kommt der Mensch, verehrte Maria Lwowna, dann all der übrige Unfug. Mensch, Mensch, jedenfalls, indem Sie uns beschimpfen, junge Leute gegen uns aufwiegeln, werden Sie niemanden von uns für Ihre sozialen Ideen gewinnen. Was für ein Zynismus, und hören Sie doch auf! Guter Rede für mich allein. Ich bin ein durchschnittlicher Mensch, Maria Lwowna, ein durchschnittlicher Bürger. Sonst gar nichts. Ich sage Ihnen noch was. Ich bin gern ein durchschnittlicher Bürger. Ja, ich bin es gern. Ich lebe, wie ich will. Ich pfeife auf Ihr Geschwätz, Ihre Aufrufe, Ihre Ideale. Das ist ja die pure Hysterie. Das beleidigt Maria Lwowna. Nein. Alter Beule. Ich glaube, er hat sich selber beleidigt, was meinst du? Schwören, dass sie ihn jetzt aufgebracht hat. Das musste ja so kommen. Aber es ist bei jedem von uns so weiter. Man muss heraus, der Dreck, der Giftschmutz. Also ich muss schon sagen, Meuke ist wirklich nicht. Verdammt. Richtig ja, nicht. Ja, das ist ihm wohl ziemlich an die Nieren gegangen, was? Keine Spur. Schade. Schade, auf die ukrainische Wurst müssen wir wohl verzichten. Der Flass soll sich bei euch entschuldigen, wenn es dieser. Ich mach das nicht so ein Ernst.
Wie fühlen Sie sich, Galeria? Ich halte das nicht aus. Sehen Sie, überall sind Schlingpflanzen, die aus dem Sumpf steigen. Sie werden mich erdrosseln. Barbara Michailowna, dieser Orkan von Brutalität und Gemeinheit hat meine Seele zertrümmert. Ich kann nicht mehr, ich muss gehen. Leben Sie wohl. Ich glaube, Suslow ist ehrlicher als alle anderen. Jawohl, er ist wenigstens ehrlich. Mehr haben Sie mir nicht zu sagen? Mein Gott. Ja. Na, mein Bester, das war ja eine Glanzleistung. Nun müsstest du dich aber entschuldigen, nicht wahr? Was? Ich mich entschuldigen bei denen? Was ist denn schon dabei? Sag einfach, ich wollte nur einen Scherz machen. Das weiß doch jeder, dass du ein Komiker bist. Oh. Gehen Sie doch zum Teufel, Sie Erbsenclowns! Was erlaubst du dir, du Lümmel? Sag ihr bitte, Vlas. Ich lass mich doch nicht einen Erbsenclown nennen von diesem Rotzbengel. Vlas. Nur der Respekt vor meiner Schwester hält mich zurück. Vlas, nimm dich zusammen. Heilunke! Aha. Aha. Jetzt habe ich aber genug. Jetzt habe ich aber genug. Reg dich doch nicht so auf. Du bist ein bisschen philosophisch, sag ich. Sag ich. Hab ich eine Fuß? Yay. Welcher Fotzpengel ist der? Zu früh. Herrschaften schlafen noch nicht. Was machen die denn da? Hä? Streiten sich. Streiten sich immer vor dem Essen. Kriegt doch jeder genug zu essen. Die brauchen sich doch nicht zu streiten. Die streiten sich nicht ums Essen. Die streiten sich vor dem Essen. Oh, 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 oh. Was machen wir jetzt? Du gehst da rum und ich gehe hier lang. Warum? Winter zu früh. Nur so, damit wir uns mal zeigen. Nachher gehen wir wieder zu Sascha in die Küche und trinken ein Gläschen. Ja.
muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe mich vorhin nicht ganz in der Gewalt gehabt. Verstehe ich doch. Verstehe ich sehr gut. Dieses Weibsbild hat mich derartig in Rage gebracht. Ich hätte ja auch am liebsten. Diese Frauen spielen sich auf. Das hat es doch früher nicht gegeben, dieses Affentheater. Ich glaube, wir machen es uns schwerer mit ihnen, als es wirklich ist. Genau. Wenn man eine Frau zur Raison bringen will, dann braucht man nur einen sanften, aber auch kräftigen und in seiner Kraft doch wieder schönen, unwiderstehlich schönen Despotismus walten zu lassen. Das ist meine Meinung. Man muss sie einfach öfter schwanger machen, dann hat man sie fest in der Hand. Ja. Ihr Schweine! Ihr verdammten Schweine! Ihr seid doch Schweine, seid ihr doch! Ihr seid doch Schweine! Lass uns gehen, lass uns weggehen von hier. Wie kann man denn so unvorsichtig daher schwänzen? Ja, ja, ja. Ja, komm, lass uns gehen. Morgen reiß ich ab. Es ist so kühl geworden und feucht. Ihr armseligen Missgeburten. Ich werde gegen euch kämpfen, solange ich lebe. Komm, Schwester, wir haben hier nichts mehr verloren. Ein Arzt. Um Himmels Willen, schnell. Ist er verletzt? Oh. Wer hat das getan? Er soll hier jemand was tun? Er selbst hat's getan. Hier ist der Revolver. Los, haut ab, raus! Du hast schnell ein Tuch, los! Verzeihen Sie, ich hätte besser zielen sollen. Aber wenn der Mensch nur ein kleines Herz hat und das schlägt so aufgeregt, dann ist es nicht leicht, richtig zu treffen. Es ist nicht sehr schlimm, es ist nur eine Fleischwunde. Wie kann man sich nur in den Arm schießen? Hierhin, in die Brust. Oder in den Schädel, muss man schießen, wenn es ernst sein soll. Meine Tasche. Ich liebe sie. Ich kann nicht leben ohne sie. Jetzt gehören wir nicht mehr zueinander. Wir sind Fremde. Ich gehe fort. Ich gehe fort. Ich gehe weg. Wohin denn? Schäm dich, Varya, vor allen Leuten. Ich gehe weg. Ich werde leben. Etwas tun. Varya. Sie sind ein Halunke. Aber Sie haben ja keine Ahnung. Was heißt denn das? Was geschieht denn jetzt, Varya? Kommen Sie, Kaleria. Kommen Sie mit uns. Wohin denn? Kommen Sie. Sie sind alle verrückt geworden.
Ja, was soll man da machen? Beruhige dich, mein Lieber. Du glaubst wohl, die meinen das nicht ernst. Wie? Warum lachst du? Alles so bedeutungslos. Die Menschen und was mit ihnen geschieht, das bedeutet alles nichts. Gieß mir Wein ins Glas. Sag yay. Es ist alles vollkommen gleichgültig, mein Lieber.